So Leute, wir sind hier in Paderborn. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in Paderborn lande, aber hier bin ich. Und wir haben jetzt gedacht, wir gehen doch gerade noch was essen, wenn wir schon hier sind. Sushi gibt es jetzt hier, haben wir geplant. Da vorne sehe ich schon einen Eisstand, eine Eisdiele. Das wäre dann auch gar nicht mal so übel. Noch so ein kleines Eis als Belohnung. Oh, das passt doch nicht mehr groß. Wir sind jetzt alle Off-Season und von daher passt das. Ich habe heute noch keine Fats konsumiert. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur diese 20 Gramm Pecanöl am Start. Also das wäre auf jeden Fall was, ein Testo-Boost so ein bisschen. Nee. Sushi mit Avocado. Bisschen gesättigte Fettsäuren hier. Schön. Ah, ihr seid ja sowieso alle auf Vegan, das heißt, ihr könntet euch dann nur das Ding geben, das Sorbet. Ja, hey, aber immer mehr Eisdealer haben veganes Eis. Okay, dann checken wir die Eisdealer auf jeden Fall ab. Aber zuerst gibt's mal Sushi. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. So Leute, es gab hier gerade zur Vorspeise ein kleines Misio-Süppchen. Zusätzlich natürlich Grüntee. Und wir haben jetzt ordentlich Sushi bestellt, Reis und was hast du dir bestellt? Sushi, seht ihr gleich. Okay. Das ganze Tisch wird voll sein. Yeah. Ja, wir haben es jetzt ordentlich verdient. Wir müssen ja nachher noch, sag denen mal, wie lange Auto wir heute noch fahren. Ja, es ist so. Wir mussten von Zürich nach Stuttgart fahren, hatten wir 4 Stunden ungefähr. Und dann von Stuttgart nach Paderborn. Wie lange waren wir unterwegs? 4 Stunden nach, oder? 4,5. Ja, 4,5. Morgen müssen wir ja noch trainieren, Mann, am Morgen. Da müssen wir morgen trainieren, einen Booster testen. Wobei, das sollte eine Freude sein. Ja, klar. Das freut mich. So aber krank. Dann... Ich freue mich so krank auf diesen Booster, Mann. Ich freue mich brutal. Aber dann... Ich denke, dann müssen wir den Booster gerade nochmal nehmen, weil wir nochmal zurückfahren müssen nach Zürich. Ja, nochmal von Stuttgart. Ja, nochmal 4 Stunden nach Zürich zurück. Ja. Ich muss mich schon in Biel abladen und dann von Biel wieder zurück nach Zürich. Ja, also dann Samstag, Sonntag und dann Sonntag sind wir schon bereits in New York. Ja, also wir sind sozusagen in den letzten 48 Stunden circa 20 Stunden im Auto gesessen, fast schon, Mann. Also das ist richtig krass. So Leute, das ist ein kleiner Geheimtipp. Es sieht sehr unscheinbar aus, aber probiert die Dinger unbedingt mal. Ja. Wenn ich gerade eine Salzphobie hat, wird sie lieben. So Leute. Ich würde sagen, wir machen es kurz. Die Menüs werden jetzt hier endlich angeliefert. Karl, die Laune, was ist deine Pro-Bro-Bewertung zur Wartezeit? So, einmal das vegane Menü. Ja, das passt doch. Schön. Das ist gerade für all die Boys. Das vegetarische. Das ist für all die Boys. Ich habe da auch vegan bestellt. Entschuldigung. Oh. Auch vegan? Ja, ich hoffe, das ist jetzt veganisch. Ich genau eine Rolle tauschen wir aus, kein Problem. Kriegen wir ganz schnell hin. Also das ist jetzt gerade für all die Boys, die immer sagen, dass ihr nur den veganen Lifestyle vorscannt. Ja. Haben, oder? Das hörst du doch immer wieder. Ich lese immer wieder im Internet, ja, der Karl, der isst doch Fleisch die ganze Zeit und so. Und der macht es nur so vor Kamera. Jetzt haben wir es hier gerade gehört. Der hat auch gerade noch sein Meal umgetauscht. Also das ist hier alles 100% legit. Und der Karl frisst rein. Was gibst du für eine Pro-Bro-Bewertung für die Wartezeit? Wartezeit, $1.10. Also meine Stoppu ist immer noch am Ticken. Das waren jetzt schon. Einmal das hier. Bitte danke schön. Ja. So, das kommt sofort. Dauert 2 Minuten. Gibt's jetzt ein paar ordentliche Sushis hier. Nichts zu großes. Ich will ja später auch noch was essen können. Und ich sage guten Appetit. Er hat sich da eine richtige Ladung eingezogen. Richtig so. Bis später. So Leute, jetzt gibt es hier wieder mal ein kleines Cheat Meal nach langer Zeit. Ich ziehe mir jetzt hier irgendwie was richtig Geiles rein. Und die Schönheiten sind das hier. Das sind richtig Schönheiten hier, oder? Ja, hier. Also, meine Subscriber sind jetzt hier gerade gefragt. Zeig mal, dreh mal ein bisschen. So, also ich möchte Mango, ich möchte einmal Mango. Also wie gesagt, du musst mir immer sagen, dass das sind ja immer alles, du hast gesagt, das sind ja alles vegane Sorten. Ne? Genau. Richtig schön. Ich zieh mir auf jeden Fall mal Kinderschokolade rein. Wenn ich mir ein veganes Eis rein. Zieh mir auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, du ziehst dir ein veganes Eis. Nicht, dass es euch wieder Fragen gibt. Schau mal, die Schweizer Preise. In der Schweiz hast du sicher pro 3 Kugeln hast du 8 Euro oder so. Nee, was gibt's noch? Was gibt's noch für Frucht? Wir machen hier die Frauen ein bisschen nervös. Wir bestellen zu viel Eiscreme. Es geht um die Oberarm. Jungs, das sind die geilsten Eiscremes, die ich jemals gesehen habe. Kinderschokolade. Alle vegan. Cookies. Also ich nehme jetzt mal den, ich esse den mal. Wenn die gut sind, dann komme ich nochmal. Ja, okay. Okay. Schau mal, da ist er. Wir haben gelogen, nur 78.000. Nur 78.000, sorry. So Leute, als wäre der Booster, Qualitätscheck, aka alles mögliche, was wir jetzt gemacht haben, nicht genug gewesen, sind wir jetzt noch
Shens GA-Lager gekommen. Ich habe das jetzt eigentlich so verlangt, weil ich mal sehen wollte, wie das hier aussieht. Nicht mal, um jetzt die Qualität zu checken, einfach mal zu sehen, wie die Typen hier arbeiten. Ich finde es ziemlich geil gemacht. Ihr seht hier die Clothes, alle am Start sind als Prototypen. Das heißt, es kommt sehr viel auf euch zu. Und hier haben wir noch so eine kleine kreative Ecke, wo die Typen dann auch mal ein bisschen chillen können. Also ihr seht, das Ganze, das wirkt natürlich von außen dann immer so, ja, man produziert Kleider und verkauft sie, oder? Aber es ist dann einfach schon ein Unternehmen dahinter. Da stecken mehrere Köpfe dahinter. Das ist, ist mittlerweile, soweit ich weiß, ein Unternehmen, oder? Ja, klar, das ist ein Unternehmen. Eben, ist ein Unternehmen. Hier so rein, Mann. Ja, Mann. Ey, Jungs, ich bin so müde. Ich bin jetzt gerade 2 Stunden lang gefahren oder mehr sogar. Was waren das? 2 Stunden sicher. Und was haben wir hier? Hier haben wir die ganzen Fotoshoots. Das ist alles Material, das ihr angeschafft habt. Schaut mal hier hinten. Ja, eben. Da seht ihr den ganzen Shit. Ist vielleicht mit dem Licht wahrscheinlich schon. Ja. Ah, ja. Also wir sind jetzt da richtig in der GA, im Hustle drin. Hier haben wir eine Druckmaschine. Und ja, ich finde es ziemlich eindrücklich, so muss ich sagen. Aber das Licht geht nicht an. Kommt gerade, oder was? So krank müde, Mann. Ja. Man muss nur wissen, wie es funktioniert. Und wir wissen es nicht. Ja, scheißegal. Wir haben auf jeden Fall hier die Druckmaschine. Da sind die Hoodies entstanden und das im Dezember 2013. Ja. Handprinted in Stuttgart. Genau. Tag und Nacht. Also ihr seht, die 2 Typen hier, der Kran, der Raff, die sind natürlich auch extrem stolz auf dieses Unternehmen. Weil sie ja mittlerweile auch aufgezogen haben. Und ja. Ihr wisst ja, Leute. Ja, Mann. Work hard, genau. Work hard. Und ich weiß jetzt auch immer mehr, von was die Typen hier eigentlich reden oder wie sie sich fühlen, weil jetzt mit dem Booster machen wir ja was Ähnliches, wo ich jetzt ja von daher auch im Start bin. Und ich sage jetzt mal einfach ganz stolz, dass ich eigentlich sozusagen die Grundrezeptur praktisch entworfen habe und der Karl dann einfach noch das Feintuning gemacht hat. Aber das ist mein Baby und auch der Name kommt von mir. Ja. Ach, könnt ihr dann gespannt sein. Den habe ich jetzt so durchgesetzt und ich bin gespannt, was ihr davon halten werdet. Aber wie gesagt, also es ist, versteht ihr, wir reisen in 3 Tagen nach Amerika, wir haben noch nichts gepackt, wir sind total unorganisiert, wir haben noch so viel zu tun und ich muss in der nächsten Zeit auch ein paar sehr, sehr wichtige Entscheidungen treffen, wie das Ganze weiterlaufen wird. Ich muss Prioritäten setzen jetzt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Auch der Patrick übrigens hat hier einige Entscheidungen zu treffen. Also es ist wirklich ein absolutes Traumleben, aber die Probleme, die man hat, die werden dann auch immer ein bisschen, wie sagt man, relevanter und höher. Und, und man muss dann auch bereit dazu sein, immer wieder größere Sprünge machen, oder? Und ich kann auch Leute sagen, dass die Teile teilweise ausverkauft sind. Das machen wir nicht, um euch zu ärgern, sondern die Leute, die auf der FIBO waren, wissen, vielen Dank natürlich damals, dass ihr uns besucht habt und unseren Stand auseinandergenommen hat und es auch geschafft hat, sozusagen uns auszuverkaufen. Ihr wisst ja, am Sonntag gab es eigentlich kaum mehr was zu verkaufen, nur am Samstag. Deswegen, wenn die Nachfrage uns eben überrannt, man kann das nicht so richtig planen und wir machen es garantiert nicht, um euch zu ärgern, zu wenig Zeug zu beschaffen. Ist ja auch ein Start-up-Unternehmen. Also das ist ja, in dieser Branche gibt es noch nicht viel solche großen Marken jetzt. Und von daher muss man natürlich auch mal Fehler machen, um daraus zu lernen. Und man muss manchmal auch Sachen riskieren, denn wer am Ende seines Lebens viel riskiert hat, bereut weniger als der, der nie was riskiert hat und logischerweise auch nie was gewagt hat. Und das sind dann meistens die Leute, die dann eben langfristig dann irgendwann abfacken. Aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Auf jeden Fall sehr eindrücklich zu sehen, wie das ganze Unternehmen hier strukturiert ist. Und ich glaube, ich beende jetzt hier auch den Vlog wirklich mal. Wir haben jetzt so viel gefilmt, wir haben euch jetzt auf den ganzen Shit mitgenommen, also wir haben es wieder mal so richtig real, unzensiert gemacht, nichts gestaged und dafür danke ich euch auch für den Support, weil ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ihr, wie gesagt, immer noch am Start seid bei uns und nicht bei irgendwelchen anderen Typen, weil wir, wie gesagt, kein Blatt vor den Mund nehmen, dafür werden wir von gewissen Leuten gehasst und dafür von vielen auch geschätzt. Yeah. An dieser Stelle, Leute, verabschiede ich mich. Wir fahren jetzt noch nach Biel und der Patrick dann von Biel noch nach Zürich. Das heißt, wir kommen heute erst so um 6 Uhr morgens nach Hause. Das heißt, ja, ihr wisst, was abgeht. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Gutes Licht hier bei GA. Peace out.